damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Sparks of the Hoffnung. Oh mein Gott, ich habe seit gestern nicht mehr gespielt und das ist mega schade. Ich will direkt weitermachen und nicht aufhören. Wir haben beim letzten Mal, das ist eine gute Frage tatsächlich, viel zu viel Neues erlernt, von dem ich nicht wusste. Unsere Aufgabe ist es jetzt hier hinzugehen. Wird das nicht markiert? Doch. Und zwar der Tempel der Morgenröte. Das ist unsere Aufgabe. Ja, das sind unsere Erinnerungen und das ist auch noch irgendwas und ich habe eigentlich keine Ahnung, was das alles ist. Ich bin eigentlich nur hier, um direkt ins Spielgeschehen reinzustarten. Laufen wir hier hinein. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, ihr müsst sie euch anschauen. Wir haben Mr. Krabs kennengelernt. Nee, das war in der ersten Folge. Egal, wir haben so viel Spannendes erlebt. Wir erstmal hier lang rennen. Beim Rennen aufpassen, Guys, wenn ihr irgendwo gegen rennt, bonkt ihr erstmal. Das ist nicht gut. So. Stufe 3, sind wir das schon? Ja, sind wir. Ich nehme trotzdem noch das Geld hier mit. Hier hinten kann man runter. Ist hier auch was? Nö, warum soll ich denn da runter? Habe ich nicht vor. Oder haben wir was bekommen? Eine neue Main-Aufgabe. Säubere den Eingang zum Tempel der Morgenröte. Das tue ich doch gerne. Während ich bei mir noch ein bisschen den Ton lauter mache. Ist ja schließlich wunderschön hier. Ich habe jetzt auch eine Tastenkombination, ja, da komme ich rein und raus. Hui, hui, hui. Wunderschön. Oh, Luigi hat seine Mütze abgezogen, um sie zu putzen. Cool. Oh, wie das ist ein neuer Spark ist das. Gluto. Ihr müsst diese Schlacht gewinnen, damit ich mit euch fort kann, sonst stecke ich hier fest. Weißt du, wir waren eigentlich hinter einem anderen Spark her, aber was soll's. Ha, je mehr, desto besser. Ein kleiner Tipp. Die Halunken auf diesem Schlachtfeld sind ziemlich stumpfsinnig. Wenn die andere Seite des Schlachtfelds erreicht, gehen sie auf. Wenn du L drückst, kann sich Beeper auf dem Schlachtfeld bewegen und sowohl Helden als auch Gegner analysieren. Also die Taktikkamera ist halt auf L. Mit den Pfeiltasten links und rechts kannst du auch zwischen ihnen hin und her springen, okay. Immer wenn du auf neue Gegner stößt, solltest du sie analysieren, um ihre Fähigkeiten zu verstehen. Das tun wir doch direkt mal. Wie war das? So, genau. So, Goombas, komm, let's go. Greift grundsätzlich in Gruppen an und versucht Gegnern nahe genug zu kommen, um Rasereiangriffe zu starten. Aufrichten. Kann aufgeholfen werden, nachdem er umgerast wurde. Okay. Empfindlich gegen alle. Aber ich sehe da auch was anderes hier. Wer bist du denn? Du siehst neu aus. Beepo? Ein Sniper. Noch deutscher kann man das englische Wort Sniper nicht schreiben, als mit E-I. Sniper. Krass. Äußerst agil mit einem Fernangriff und zwei Schüssen. Ja, finde ich nicht so. Oh mein Gott, die haben ja wirklich eine Sniper. Da drüben. Da seht ihr die Waffe tatsächlich. Sieht strong aus, muss ich schon zugeben. Aber nichts mit dem, wie ich im Weg stelle. Die können aber auch weit laufen. Das finde ich jetzt aber nicht so nice. Komm, wir kümmern uns erstmal darum. So, jetzt werden erstmal die drei hier weggedrückt. Komm, mach das hier weg. Da die Sniper wahrscheinlich snipen werden. Welch wundersames Ding. Stelle ich mich mit beiden hinter einen Block und schieße erstmal hier auf die Goombas. Let's go. Okidoki. Okidoki. Luigi. Fliegen. So. Wunderbar. Einmal den Dash rausholen. Einmal hier hinterstellen. Eine 50er Trefferchance soll ich riskieren? Ich riskiere es, Guys. Ja, schade. Dingsschaden, wie heißt das? Eisenblick auf jeden Fall zünden. Wichtig, I guess. Und wenn sich nur die Goombas bewegen, dann sind es halt nur die Goombas. Ist ja nicht so schlimm. So, mit Luigi haben wir unsere Züge verbraucht. Mario, komm. Ja, da ist die Range nicht ganz so groß, aber wir könnten trotzdem noch gut was rausholen. Deswegen auch hier mal zünden. Und dann ist auch der Gegner dran. Geht natürlich schnell weiter. Ich liebe dieses Feature, dass man nicht jedes Mal drücken muss, dass es schnell ist. Oh. Aber wir sind auch schon wieder am Zug. Das finde ich gut. Den Goomba ignorieren wir hier völlig. Ich wollte hier einen Teamsprung machen. Und ich sag mal so, hierhin fliegen. Ja, da. Will ich schon mit Mario was machen? Eigentlich will ich erst mit Luigi steppen. Oh, Luigi kann hier...
Luigi könnte hier hinten einen Dash rausholen, wenn wir uns schlau anstellen tatsächlich. Ja, wunderbar. Ja, ich dash den weg. Also for real. Erstmal dashen und dann ins Ziel laufen. Leute, so machen wir es. Wunderbar. Und aber noch kein Stufenaufstieg. Schade. Aber Geld und Sternteile, von denen wir immer noch nicht so ganz wissen, wofür sie sind. Aber wir erfahren es sicher noch früh genug. Oder ich habe einfach mal wieder was überlesen. Du schließt dich dem Team an. Ein neuer Spark hat sich dem Team angeschlossen. Rüst ihm das Spark-Menü aus, sodass er an deiner Seite der Helden kämpfen kann. Y. Habe ich vor. Ich weiß noch nicht, wem ich das geben soll. Wir werden sowieso gleich ein bisschen was tauschen. Kann ihn noch aufwerten. Geben wir dem mal, was kann der? Alle waffenbasierten Angriffe fügen 130 Feuerschaden zu und haben Feuer-Super-Effekt. Keine Ahnung, wer Feuerschaden macht. Aber ich sag mal, ich gebe es mal Peach, weil die tauschen wir jetzt in unser Team ein. Instead of... Wir könnten mal Mario tauschen, den haben wir noch nie getauscht. Oder sollen wir beide tauschen? Komm, wir packen zwei neue rein. Wir packen Peach und Rabbit Mario beide einmal hier rein. Und gucken mal, was sie so können. Ich guck trotzdem mal kurz den Fertigkeits-Skilltree, was ich denen gegeben habe. Peach macht... Kann länger fliegen. Und macht mehr Schaden mit der Waffe. Und Rabbit Mario macht auch mehr Schaden mit der Waffe. Okay, dann lass uns mal weiter steppen. Und mal gucken, was uns hier drin erwartet. Oh, Sternteile erstmal. So, wie sehen die denn aus? Ja, ja, okay, ganz cool, ganz nice. Mario, also Rabbit Mario hat wieder strong wie immer mit seinem Zahnstocher im Mund. Und Rabbit Luigi ist jetzt auf einmal auch dabei. Was ist das? Finde ich jetzt aber nicht so schön. Was auch immer das gerade war, ich will es gar nicht so genau wissen. Aber der sollte jetzt ja hinter uns sein. Ja, das ist eine Lüge. Flagge Tempeleingang, genau damit können wir uns warpen. Wichtig, wichtig. Oha, was hier? Hier sind irgendwelche Prophezeiungen, vor denen ich Angst haben muss. Offenbar glaubt Augie, er entstamme einer Familie von stolzen Halbgöttern. Wandbilder sind für solch göttliche Geschöpfe sicher das, was für andere Familienfotos sind. Leider wird diese königliche Darstellung der Geburt von Augie und seinem Zwillingsbruder Perfectus von Augies chronischen Verdauungsproblemen. Ah, yes, I see. Okay. Wir steppen mal hier hinten weiter. Da hinten sieht es nach Kampf aus. Und da ist noch ein Spark. Hier sieht es wirklich nach... Oh, nach Kampf aus. Ja. Ich habe den Spark. Ich habe den Spark des Lichts gesehen. Er ist über die Felsspalte geflogen. Ohne dich, Lu, wäre mir das nicht aufgefallen. Vielleicht könnten wir über diesen Steg auf die andere Seite gelangen. Aber erst müssen wir irgendwie den Wasserpegel anheben. Kein Stress, das sieht doch relativ easy aus. Rabbit Mario, du schiebst mal den Block nach da. Ja, also schwer ist was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war der, aber ja, selbst das erste Rätsel im ersten Teil schwerer. Also sorry. Oh, oh, ich... Sieht aus, als könnte ich dich nach hinten ziehen. Ja. Das ist ja auch krass, dieses, dass man ziehen kann. Ein Feature, was ich tatsächlich sagen. Der muss wieder nach oben. Noch nicht ganz. So, zack. Und so, zack. Nee, den wollte ich nicht. Den kann ich den auch seitlich bewegen? Das. Da fließt das Wasser. Ob das physikalisch so möglich ist, bezweifle ich mal an der Stelle. Was aber auf jeden Fall möglich ist, ist es für uns über diese Treppe zu... über die Treppe, genauso. Über die Brücke zu laufen und uns das nächste Bild anzuschauen.
Der einzige Preis, den Augie als Kind gewonnen hatte, war der zweite Platz im Bratwurst-Wettessen. Kenn ich. Da habe ich aber den ersten belegt, weil ich Profi bin. Steppen wir weiter. Und nehmen natürlich die Coins mit. Oh ne, da ist ein Gumbarino, aber ich will die Erfahrungspunkte. Da gibt's den Dash. Zack, Erstangriff. Wunderschön. Kämpfen lohnt sich in dem Game. Ihr kriegt Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte machen euch an sich stärker. Das lohnt sich. Und das lädt extrem lange. Sieht ganz cool aus. Wir starten natürlich direkt mit zwei neuen Charakteren rein. Okay, er kann hauen scheinbar. Was denn unser Ziel? Oh, oh, da hinten sehe ich doch schon ein paar Gegen, die man von der anderen Seite wegdashen könnte. Ah, außer den einen, weil der ist ein Nanometer zu weit weg. Den berühre ich leider nicht mehr. Ja, sorry. Oh, das war dumm, weil hier vorne hätte ich drei dashen können. Wäre auch egal. Die werden alle down. Wie viel Damage macht er? Er ist der Auserwählte. Was ist deine Ulti? Wenn ein Gegner mit einer Waffe angreift, wird ein sofortiger Gegenangriff gestartet. Ja. Allein für die Animation möchte ich das machen. Ich liebe diese Animation, auch wenn sie nicht so häufig hätten vorkommen müssen. Tschüss. Ja, so kriege ich alle drei. Aber da hinten ist noch einer. Aber so viel ich weiß, macht Peach ja so einen Schuss, genau. Deswegen wir hier einfach mal 6 Gumbarinos auf einmal runternehmen können. Was machst du? Du hast den Protektor und was macht dein Huma? Feuerangriffe. Ah ja, stimmt, das haben wir ja gerade freigeschaltet. Ich glaube nicht, dass hier groß was passieren kann. Ich gebe den Zug mal ab und wir gucken, was die wundervollen Gegner machen. Dashen ein bisschen. Da hinten ist, kommt nur so vereinzelt an. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, stupid, mich so offen hingestellt zu haben. Ah, wo, wie hätte ich den noch... Aber der ist auch down. Und die drei Gumbarinos. Hiermit auch weg. Laufen wir noch kurz hiermit hin. Schlacht gewonnen. Wada Wang, Wada Wang, Guys. Da sehe ich uns doch. Und die Erfahrungspunkte? Ja. Weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte. Für so ein mini bisschen Erfahrungspunkte für uns doch. Aber kein Stress. Gumbarino besiegt, weiter geht's. Dieses Spiel besteht auf jeden Fall sehr viel aus Kämpfen. Ich werde wahrscheinlich auch off-cam viele Kämpfe machen, wie schon beim letzten Mal erwähnt. Ich glaube, da vorne ist unser Ziel. Ich glaube, da müssen wir hier lang. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das unser Ziel sein wird. Weil das ist markiert und oben. Ja. Schauen wir uns aber erstmal die nächste App an. Ihr wisst, was ich das meine. Das Meer soll aus den Tränen von Perfektus Friseuren entstanden sein, die vor Freude weinten, während sie seine goldenen Locken kämpften. Cool. Wäre froh, ich hätte so tolle Haare, dass Leute vor Freude weinen würden. Was ist das? Das ist neu. Hallo? Hallo, da ist was im Boden. Bipo? Es geht immer noch. Wie cool. Okay. Warte, wie haben wir das jetzt gemacht? Mit A-Spam? Oder wirklich durch die Drehung? Das ist der größte Zufall, der je in meinem Leben passiert. Der Teig musste 2 Tage gehen und 8 Stunden geknetet werden. Und Augie legt einfach die Zuckerglasur ab und schmeißt sie weg. Aha. Oh, hier ist noch ein Bild. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. Augies erster Job bestand darin, Seeleuten in Not zu helfen. Dieses Wandgemälde heißt Wächter der Meere. Ja, er scheint auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht zu haben, wenn ich das so... Oh, hier ist unser... Ah, unser... Ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt du? Botnik, Bodix, 3000, 9000, was weiß ich was? Sind das wirklich Waffen, die man kaufen kann, ist die Sache. Das sieht für mich einfach nur aus wie andere Skins. Erinnerungen, ja, brauche ich jetzt erstmal nicht. Manche deiner Sparks und Techniken sofort wieder nutzbar.
Löst nach dem Wurf eine Schockwelle aus, fügt allen in der Nähe Flächenschaden hinzu und teilt den Schlüssel. Der kostet aber ein bisschen mehr. Ich kaufe mir erstmal noch nichts bei dir. Vielleicht irgendwann später, wenn es dann doch mal brenzlig wird. Hier ist der Spark. Guten Tag. Ich sollte echt damit aufhören. Natürlich. Der Sieg über den Finsterzeit-Tentakel bringt uns außerdem in den Besitz einer der beiden gereinigten Finsterzeit-Energiekristalle, die wir brauchen. Allerdings ist die Finsterzeit-Energiedichte dieser Kreatur höher als die der Pfützen. Das bedeutet, dass unsere Gegner deutlich stärker sein werden. Das hat man nun davon, wenn man das Empathie-Modul der KI der Einfachheit halber beim Discounter kauft. Sehr, sehr strong. Ich muss an der Stelle mal ganz kurz in die Audio-Option rein. Das ist ja unfassbar. Musik mache ich mal auf 18. Umgebungsgeräusche auf 8. Soundeffekte 8. Stimmen auf 100. Und die Benutzeroberfläche auch mal so. Ne, warte, warte. Komm, wir machen es auf 70. Wir machen alles auf 70. Aber ich mache dann hier im Aufnahmeprogramm für euch ein kleines Stückchen. Wunderbar. Ich will da eigentlich nicht hin. Wir haben aber eine neue Quest bekommen. Und zwar, ja, lauf da hin. Cool. Da stand aber gerade irgendwas von Y. War das Y? Komm mit den Dingern immer nach. Egal. Machen wir weiter. Nee, eigentlich mache ich hier ungern weiter. Geh wieder nach Hause zurück. Tschüss. Da oben befindet sich ein Level 5 Gegner. Wir sind Level 3. Das hört sich nicht an. Aber hier Level 3 und wir Level 3. Das sollte eigentlich hinhauen, I guess. Aber ich bin mir nicht sicher. Also das sah vorher ziemlich anders aus, muss ich sagen. Es ist aber nur ein Capture-Gebiet. Erreiche das Gebiet. Das kriege ich, glaube ich, hin. Super-Effekte sind zusätzliche Effekte, die potenziell jeden treffen können. Ja, einfach Feuereffekt zum Beispiel. Super-Effekte sind nützlich gegen Gegner, wenn du sie auf ihre Unempfindlichkeiten achtest und ihre Empfindlichkeiten ausnutzt. Der Sniper zum Beispiel ist empfindlich gegen Feuer. Aha. Ja, let's go. Nicht übermütig werden. Das darf nur ich. Die Stimme von Rabbit Mario ist maximal cursed. Ich überleg, wen ich dashen soll. Wenn ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich dash ihn, weil er mehr Damage taken kann. Ja, und down ist er jetzt auch. Goodbye. Die Stimme sagt mir ehrlich gesagt noch nicht ganz zu. Aber. Ja. Okay. I see what you did there. Rabbit Mario wird nicht getroffen, das ist gut. Wham. Ja, ja, falls da einer angreifen will, komm, da gibt's ein bisschen Beef zurück, Mann. Rabbit Marios Animation ist echt strong. Okay, ich gebe den Zug mal ab und hoffe aufs Beste. Ich garantiere wie immer für nichts. Aha. Au. Ah, nicht so nice. Er kann nichts. Oh ja.
Er wäre auf jeden Fall down. Oh, ich weiß aber echt nicht, ob ich mich so offen hinstellen will. Ja, glaube ich nämlich, will ich gar nicht. Wir könnten uns natürlich in Peachs Radius reinstellen. Wir könnten mal, aber wir laufen zuerst mit Peach. Come on, let's go. So, er kann, der Kollege kann bis grün laufen. Ich noch mal gucken. Weil dann kann ich doch mich einfach hier hin. Nee, 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 ich mach das ganz smart. Ich stelle mich mit Peach hier nach vorne. Baller auf ihn direkt. Wunderbar. Mit ihm stelle ich mich dann halt. Frage ist, wie weit kann er laufen? War das nicht? Aber er wäre jetzt halt komplett aus dem Leben down. Da hier kein anderer Gegner mehr auf der Stage, auf unserem Teil der Stage ist, ist es, glaube ich, ganz klug, dass wir uns so hingestellt haben. Ja, ja. Möchtest du deinen Zug skippen? Natürlich. Davon mal der Gegner. Die können aber nichts. Wunderbar. Ey, wir könnten jetzt die Position des Jahrhunderts raus. Komm ich darüber? Muss ich jumpen, Mike? Team Jump! Team Jump! Oh ja, ganz knapp. Stell mich trotzdem mal hier hin. Und mit Rabbit Peach hier hin. Gegner ist dran, ne? Ihr macht wieder nichts. Ihr seid doch so. Rabbit Mario zündet jetzt hier erstmal diesen Knopf. Wir nennen es mal Knopf. Und da sehen wir auch schon, dass Peach schlecht positioniert wurde. Well. Wobei wir aber echt gut hier Sachen reintun können. Ultis kann man so häufig einsetzen, das gefällt mir, Action. Jetzt kommt der Jump mit Peach. Kann ja ein Stück länger fliegen, tatsächlich. Stell mich trotzdem hier sicherheitshalber hin. Hier kann ich ganz gut Gegner tanken. Wunderbar. Lohnt sich wieder nicht. Ah, ein Stück näher hätten wir noch mit Peach jumpen können. Aber relativ egal. Ich hoffe doch schwer, ihr schießt auf Rabbit Mario. Ich hoffe eigentlich auf gar nichts. Ich hoffe schwer, dass ihr auf Rabbit Mario schießt. Ich zünd trotzdem einen Protektor, damit wir auch mal die Animation von Peach sehen. Wir wollen ja schließlich alles sehen. Und geben den Zug mal ab. Ich bin entspannt. Null Damage, wunderbar. Euch zwei feiere ich actually nicht so. Gerade ist ein Gegenangriff. Gegenangriff finde ich gut. Ist er down gewesen? Ich glaube schon. Ash ist halt auch auf Rabbit Mario. Alle gehen auf Rabbit Mario. Ich glaube, Rabbit Mario muss ein bisschen mehr protected werden. Deswegen jetzt halt mit Rabbit Mario. Was los? Und Flug hier rüber wage. Oh ja! Die zwei down macht. Strong, auf jeden Fall. Sehr starker Charakter. Meiner Meinung nach auch underrated. So treffen wir halt. Okay, so treffen wir besser. Das ist schön. The thing is, Rabbit Mario wird jetzt auf jeden Fall Schaden tanken müssen. Und das ist actually nicht nice. Weil er hat schon fast keine Leben. Ja. Triff's auch? Okay. Wusste nicht, dass die rüberschießen können. Vorher konnten die das nämlich nicht. Ja, okay, also Rabbit Mario muss auf jeden Fall. Ganz wichtig, dass der Kollege eine Heilung bekommt. Mit Rabbit Peach aktivieren wir das hier.
Okay. Ja. Vollgas, wir fliegen ins Ziel. Wir fliegen bis ins Ziel. Let's go. Smart, haben wir geschafft. Wunderschön. Einfach neuer Main Character, ich sag's wie es ist. Geisteskrank, was das dafür. Also diese Cutscene war ja mal so krass. Besiege Riesen Claudius, ja, kein Stress. Angenommen, wir können der geheimnisvollen Fremden trauen. Mit drei Helden, die auf dem Schlachtfeld kooperieren, sollten wir einen gewaltigen Vorteil erhalten. Das heißt, sie ist wirklich Main Character, weil. Okay. Ja, es wäre schon cool, Rabbit Maritza. 95 Coins. Es tut weh, aber Rabbit Mario hat halt keine Leben mehr. Ich will ihn auch jetzt noch nicht austauschen, tatsächlich. Ich muss erst mal gucken, was du kannst. Du kannst laufen. Das ist schon mal krass. Du hast, der hat 1000 Leben, ich muss los. Ich kann nicht wieder zurückgehen. Hallo? Ja, schade. Cool. Ich will den trotzdem mal scannen, ich will wissen, was der krass ist. Was Besonderes. Verfolgt wild seinen nächsten Herausforderer und führt Bereichsangriffe aus, die extremen Schaden zu. Wer getroffen wird, geht er wütend auf seinen Angreifer los und startet zu sich. Okay, er ist ein Grobian, I see. Oh mein Gott, macht... Sonst noch wer? Alle Ziele, die sich in Reichweite finden, allein 140% Schaden und eventuelle Super-Effekte, wenn sie sich an sich bewegt. Bei einer da. Oha, hä? Wieso ist sie so strong? Ja, also Rabbit Mario kann halt gar nichts so. Er ist halt so der Nahkampfkämpfer. Nee, ich truste Rabbit Mario echt noch nicht so viel zu. Strong ist es natürlich. Rabbit Mario kommt, glaube ich, trotzdem nicht ran.
Ja, Rabbit Mario ist vielleicht keine so gute Idee in dem Kampf. Ja, das hat halt eine Abklickzeit von 3 Zügen. Was macht der Spark? 25% weniger Schaden. Strong. Aber halt nur bei Super-Effekten. Aber trotzdem strong. Komm. Wie weit kann der Typ laufen? Dass der jetzt so ewig weit laufen kann. Muss verbergen, Bereich sperren. Ah, da. Oh, er kommt bis zu ihr. Ja, stupid. Gib den Zug mal ab. Er wird zu ihr vorlaufen, wenn nicht. Wäre dumm, wenn nicht. Aber wäre cool, wenn nicht. Okay, die Steine sind sehr, sehr robust, wenn ich das so einschätze. Jetzt haben wir einfach schon unseren Bosskampf. Die Folge wird heute länger dauern. Als 250 Schaden. Okay. Das scheinen Finsterzeitportale zu sein. Schnell, zerstört sie. Es werden sicher bald noch... Okay, mehr Gegner durch dieses Portal. Stopp, stopp, stopp. Dashen kann man den nicht. Komm schön den Damage hier. Wunderbar. Kommt der näher? Er kann mich treffen. Kann er nicht. Wuhu! Smart. Und jetzt laufen wir noch mit Peach hier hin. Ich darf aber nicht zu weit weg wegen Rabbit Mario. Echt gelaufen. Schlecht gelaufen. Ich glaube aber, sie hält das aus. Die kriegt gar kein Damage? Man kann sich nicht mehr selber treffen? Ich liebe dieses Spiel so unfassbar. So. Wir machen auf jeden Fall Protector of Doomness an, damit wir einmal keinen Schaden erleiden. Und Rabbit Mario zündet jetzt seine Fäuste da rein. Zack. Er greift uns an. Und weil er uns angreift, greifen wir ihn zurück an. Und er ist down. Nein? Wie viel Leben hat er noch? Wie viel Leben hat er? 46. Kann nicht dein Ernst sein. Wegen einem Hit. Wegen einem Hit treffe ich ihn. Also das ist jetzt wirklich Betrug. Na los. Ich stehe mit ihr einen Zentimeter oder so zu weit weg, dass ich ihm noch die 140er Ulti reindrücken könnte. Schön 0 Damage. Alles gut. Die Portale interessiert mich. Ein Gegner. Ich dachte, da kommen jetzt so 10.000 rausgesprintet des Todes. Nein, einer. So. Wunderbar. Gereinigten Finsterzeit-Kristall erhalten. Wunderbar, da sind wir auch schon strong Level aufgestiegen. Krass, krass. Das freut mich, Leute. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Und seid hyped auf die nächste Folge. Da empfehle ich auch noch, den Kanal zu abonnieren. Die Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald die nächste Folge online geht. Und ich würde sagen, wir hoffen darauf, dass es weiter genauso krass geht wie jetzt. Ciao, ciao, Leute.